Heute im VLH-Faktencheck der Kinderbonus. Wer bekommt eigentlich den von der Bundesregierung beschlossenen Kinderbonus? Die Mehrbelastungen wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten sollen für Eltern unter anderem durch einen einmaligen Kinderbonus in Höhe von 100 Euro abgemildert werden. Dafür gelten folgende Regelungen. Der Kinderbonus wird mit dem Kindergeld ausgezahlt. Anspruch darauf besteht für jedes Kind, für das in mindestens einem Monat des Jahres 2022 Kindergeld bezogen wird. Dadurch sollen vor allem Familien mit mehreren Kindern kurzfristig entlastet werden. Und muss ich den Kinderbonus beantragen oder ihn gar versteuern? Fragt die VLH. Unsere VLH-BeraterInnen in über 3000 Beratungsstellen sind persönlich für Sie da und erstellen Ihre Steuererklärung. Steuern? Wir machen das. VLH. Seit 50 Jahren. Feiern Sie mit uns auf 50jahrevlh.de.